Ja, hallo, hier ist Ali Gülbol. Ich freue mich, dass so zahlreich Solidarität vor unserem Haus steht und begrüße das auch, weil betroffen sind wir alle. Ich bin nur ein Beispiel, was uns alle treffen könnte. Und bedanke mich für die Solidarität und ich hoffe, euch bald wiederzusehen, alle. Nicht nur in Kreuzberg gehen heute die Leute gegen steigende Mieten und Verdrängung auf die Straße. Auch in Marburg sind zurzeit 250 Leute unterwegs gegen steigende Mieten. Die drücken ihre Solidarität mit unserem Protest aus. Gemeinsam gegen steigende Mieten und Verdrängung. Gemeinsam gegen Zwangsräumung am kommenden Donnerstag, 7 Uhr. Für die vielfältige bisherige Unterstützung. Vielen Dank für eure Solidarität. Zweimal wurde die Zwangsräumung der Familie Gülbol bereits verhindert. Aber aller guten Dinge sind drei. Und deshalb sehen wir uns alle hier am Donnerstag, den 14. Februar, um 7 Uhr zur Blockade Wieners. Gemeinsam werden wir auch den dritten Zwangsräumungsversuch zum Scheitern bringen. Gemeinsam werden wir weiterkämpfen gegen hohe Mieten, Verdrängung und Zwangsräumung. Wir bleiben alle. Die letzte Schlacht gewinnen wir.
Okay, danke nochmal. Wir sehen uns dann am Donnerstag und vorher vielleicht schon heute 19 Uhr im Irving Solar House oder am Mittwoch ab 22 Uhr hier in dem Moritz-Kiez-Café steht da zur langen Nacht der britischen Kultur. Und dann am Donnerstag um 7 Uhr morgens Zwangsräumung blockieren. Wir bleiben alle. Gut, dann ist jetzt langsam hiermit alles aufgelöst. Kommt gut nach Hause. Bis Donnerstag.